Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute zusammen eine Tunnelkarte und ich zeige dir auch mal ganz kurz, wie die ausschaut. Also, das wird die Tunnelkarte, die wir zusammen machen. Oben ist sie zu und hier hinten ist eine ganz normale Karte dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. So, dann starten wir auch schon. Ich habe mir jetzt hier für die Karte aus diesem Designblock vom Teddy, ich finde, der ist total dschungellastig, hier einmal ein Papier rausgesucht mit so Palmen und hier noch ein Papier mit diesem V. Und ich habe das so geplant, dass man quasi durch zwei Palmenpapiere durchguckt und dann ganz hinten schlussendlich den V sehen kann. So, also diese zwei Papiere brauche ich und das Praktische ist, die Maße passen hier schon wunderbar für eine Karte. Da haben wir auch gar nicht so viel Verschnitt. So, für das Grundgerüst der Karte habe ich mir hier jetzt schon mal einen Cardstock zugeschnitten in der Höhe passend für meine Karte. Das ist jetzt hier 14,6. Und dann lege ich dir jetzt hier mal den Block hin. Jetzt werden wir quasi das Grundgerüst der Karte schon mal falzen. Dafür schnappen wir uns jetzt unser Falzwerkzeug. Und wir falzen heute mal in Zentimeter, sonst ist es ja immer wieder in Inch. Also, wir starten mit der Falzung bei einem Zentimeter. Das ist unsere Klebelasche. Dann falzen wir bei 2 Zentimeter. Das ist der Abstandshalter, der die kompletten Tunnel quasi zusammenhält. Dann falzen wir wieder. Jetzt kommt die eigentliche Kartenbreite, also bei 12,4. Dann tun wir wieder einen Zentimeter dazu, also bei 13,4. Und einen weiteren Zentimeter bei 14,4. Und da schneiden wir schlussendlich das Papier ab. So, dann haben wir das Grundgerüst der Tunnelkarte. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Dafür nehmen wir uns das Reststückchen, was wir hier haben. Und dann bauen wir uns hier so eine Ziehharmonika. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel Lagen möchten wir in der Tunnelkarte haben. Also ich brauche tatsächlich nur zwei, wo ich hier was reinklebe und da was reinklebe. Demnach kann ich so, also ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Falzungen und da schneide ich dann auch schon ab. So. Dann falze ich bei jeweils einem Zentimeter. Jetzt muss ich nur gucken, wie rum das Papier jetzt war. So rum war es. So, also ich falze jetzt hier auf der rechten Seite. 1, 2, 3, 4, 5 Falzungen. Also einen Zentimeter, 2 Zentimeter. 3 cm, jetzt wende ich mir das, weil meine Skala rechts geht nur bis 3. 4 cm. Und 5 cm. Jetzt lege ich bei 6 cm an und schneide mir mein Papier ab. Und jetzt mache ich das nochmal, weil ich brauche diese Ziehharmonika ja für links und für rechts. Dann ziehe ich mir jetzt hier meine Falze noch kurz nach. Da achte ich gleich darauf, dass ich das wie eine Ziehharmonika nach hinten und nach vorne falze. So. Jetzt kann ich mir schon mein Papier zuschneiden für die Karte. So, eine Kartenbasis hatte ich natürlich auch schon. So, hier vorne muss natürlich ein Papier drauf. 10,4 hatten wir gesagt, ist es.
Also werde ich es bei 10,2 kürzen, damit ich links und rechts noch einen kleinen weißen Rand habe. Und dann brauche ich natürlich noch eins, was ich ebenfalls 10,2 cm breit mache. So, also das erste Papier kommt hier vorne mittig drauf. Oh, aber das ist ein kleines bisschen zu lang. Das werde ich noch mal schnell kürzen müssen. Jetzt sollte es passen. Genau, jetzt passt das auch. So, also ich hatte ja gesagt, ich möchte zwei Lagen haben. So, also das Coverpapier habe ich jetzt hier. Da kommt natürlich der erste Tunnel rein. Dann habe ich das zweite Papier. So, wo man natürlich dann durchschaut und dann kommt dahinter mein V. Ich habe jetzt natürlich gesagt, ich möchte zwei Lagen. Da werde ich noch ein paar Palmenstanzungen einfügen, dass es noch ein bisschen plastischer wirkt. Aber noch ein Papier werde ich mir jetzt dafür nicht zuschneiden. Aber ich werde jetzt hier schon mal schauen, dass ich dieses Papier auf das obere Papier draufklebe, dass ich dann natürlich auch die Stanzung ganz genau für beide Papiere treffe. Dafür klebe ich mir jetzt das Papier schon auf. Dann möchte ich meinen Tunnel relativ mittig haben. So, dann habe ich schon meinen ersten Tunnel. So, und jetzt schaue ich mir natürlich meinen zweiten an. Dafür schaue ich, dass ich mir das Papier auch wieder mittig so und dann gehe ich von dem äußeren Kreis nach innen. Und befestige mich hier auch wieder ein bisschen Washi-Tape, dass es nicht verrutscht. So, und probe mir das auch wieder durch meine Big Shot. So, und wenn jetzt nichts verrutscht ist, dann sollte das passen. So, genau. Jetzt werde ich mir natürlich auch noch hier meinen V ausschneiden. Und hier werde ich jetzt gucken. Dass ich den auch schön mittig erwische. Und jetzt falze ich mir die Linien, die wir uns jetzt hier schon gezogen haben, falte ich mir jetzt hier noch einmal nach. So. Und die andere Seite ebenfalls. Und hier kommt jetzt meine Ziehharmonika rein. Muss ich natürlich nur schauen, dass die nicht zu groß ist. So, jetzt siehst du nämlich hier, sieht man meine Ziehharmonika. Die ist ein bisschen zu breit geworden. Aber das macht nichts. Das zeichne ich mir einfach an und schneide das ein bisschen mit der Schere weg. Man könnte da natürlich auch noch einfach was drüber kleben, aber ich schneide das jetzt einfach kurz weg.
Und wenn das hier richtig reingeklebt ist, dann sieht man das dann auch nicht mehr. Gut, dann können wir jetzt das gleiche auf der Seite auch noch mal kurz machen. So, dann kann ich hier eigentlich meine Ziehharmonika auch schon reinkleben. So kommt die hier rein. Und zwar, ich denke, so kannst du es gut sehen, so wird die dann hier eingeklebt. Jetzt muss ich nur schnell schauen. Das kommt dahin. Und das kommt dann so drauf. Okay, das passt. Und jetzt machen wir das auf der anderen Seite natürlich auch noch. So, dann ist das schon fertig. Jetzt kann ich mir noch überlegen, wo ich das hinklebe. Ich werde es aber, denke ich, hier vorne reinkleben, weil sonst sieht man die Ziehharmonika wieder. Und jetzt ist mein Papier natürlich ein bisschen zu breit. Das werde ich mir jetzt noch ein wenig an den Seiten kürzen. Dann nehme ich gar nicht wirklich viel weg. 2 mm dürften das circa sein. Jetzt schaue ich noch mal, ob das jetzt passt. Passt es natürlich nicht, weil jetzt der Rahmen nicht mehr mittig ist. Den schneide ich auf der anderen Seite auch noch mal 2 mm ab. Und dann ist das Ganze wieder mittig. Gut. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, den V klebe ich da auch gleich mit hinten rein. Ich klebe ihn da ganz dahinter, dass ich da ein bisschen mehr Spiel habe. So, ich habe jetzt meine Karte hier ein bisschen dekoriert und zwar habe ich dafür einmal diese Hello-Schanze von Lawn Fawn oder My Favorite Things. Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, Lawn Fawn ist die. Habe ich hier zweimal ausgestanzt, einmal in einem Goldton, einmal in einem Weißton, dass es nicht so dunkel ist, die Karte. Und dann habe ich mir hier diese zwei Blätterstanzen genommen. Die sind hier von Mimikat. Und zwar einmal die und einmal die. Und damit habe ich auch einmal in Grün und einmal in Gold diese Palmen gestanzt. So. Ich werde jetzt hier Stück für Stück die einzelnen Lagen festkleben. Ich glaube, ich werde damit anfangen. Diese Seite hier reinzukleben. So. Also hier soll die Seite hin. Demnach klappe ich mir das hier so ein bisschen auf und tue da mal ein bisschen Kleber auftragen. So. Jetzt kleben wir das auf den V drauf. Und dann können wir auch schon anfangen zu dekorieren. Du kommst von oben noch in die Karte rein, demnach kannst du das natürlich auch von vorne oder von oben und von unten dekorieren. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle meine Einzelteile eingeklebt habe und die Karte dann fertig ist. So, die Karte ist jetzt fast fertig. Da mir hier der Abschluss oben überhaupt nicht gefällt, habe ich das hier unten eben mal ausprobiert, dass ich mir hier einfach ein Stück
Cardstock genommen habe. Den habe ich jetzt in der Länge 10,2 cm gemacht. In der Breite ist der 3 cm. Und den habe ich gefalzt bei 1 cm und 2 cm. Und den habe ich jetzt hier dazwischen geklebt und werde den dann hinten an die ganze Konstruktion dran kleben. Und die Seite hier oben werde ich genauso befestigen. Dafür mache ich hier einfach hier. Gehe so ein bisschen mit dem Cuttermesser dazwischen und locke mir hier so ein bisschen meine Klebestelle, dass ich das dann auch schön reinstecken kann. Falze ich mir das ganz kurz. Dann schräge ich mir hier die Kanten ein bisschen ab. Versehe hier die äußere Seite mit doppelseitigem Klebeband. So. Und klebe mir das hier hin und dann schlussendlich hier hinten noch drauf. Das Problem, was ich hier habe, das wälzt sich irgendwie ein bisschen. Und wenn ich das hier festklebe, ist es dann auch ein bisschen ebenmäßiger wie vorher. Und wie gesagt, du hast dann hier einen schönen Abschluss. So, ich klebe das jetzt noch ganz kurz fest und dann zeige ich dir die schlussendlich fertige Karte. So, und das ist meine fertige Tunnelkarte. Hier habe ich noch ein paar Dots drauf gemacht mit dem Nuvo Crystal Drop in der Farbe Pale Gold. Das muss noch trocknen, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Hier habe ich dir ja gezeigt, habe ich diese Palmenblätter ausgestanzt und hier doppelt das Wort Hello. Hier oben und hier unten habe ich das noch verschlossen, dass man da nicht so extrem reinschauen kann. Und hier hinter verbirgt sich eine ganz normale Karte, die man dann noch beschriften kann. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du bist auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, freue ich mich, wenn du das noch tust. Und wenn du die Glocke abonnierst, wirst du über folgende Videos gleich informiert. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!